mich froh, dass wir so viel Kunststoff finden. Ups. Ja, irgendwann sammelst du wirklich so viel dann mit den Netzen, dass du eigentlich ja nie wieder irgendwo halten brauchst. Weil du selbst Schrott und Metall teilweise dann findest, ne? Ja. Schnur! Gang 20. Schon wieder keine Bolzen? Mach halt Stuart welche herstellen. Nö, passt schon. Kann man ja herstellen, wenn's. Jetzt ist da schon wieder ein Scharnier drin. Ist ja fix. Das ist ja wie auf Arbeit. Hast du immer die Sachen aus einem anderen Gang, hast du dann bei einem in der Abteilung liegen. Wie häufig habe ich was aus der Gartenabteilung bei uns? Oh ja. Ja, hauptsächlich solche Katzen- und Hundespielzeug-Dinger. Ja, aber das ist ja dann nicht von mir. Nee, generell halt meine ich jetzt aus der Abteilung. So, ja. Ja, oder auch aufgerissene Batteriepackungen. Ich finde es eh immer so, noch so dreist, wie die Leute es überhaupt schaffen, Zeug zu klauen. Mhm. Weil so kommen ja überhaupt erst teure Preise zustande, weil irgendwie muss man ja den Diebstahl ausgleichen. Ja, wir müssen... Alle Verbraucher müssen quasi die Diebe mitfinanzieren. Ja. Das ist so. Machete! Tschack! Oh, Machete ist zu langsam für die Möwen. Jetzt brauchen wir Blumensamen. Stimmt gar nicht. Warum? Willst du das Schiff anmalen? Yeah! Nein. Ach schade. Ich hätte es quietschgelb gemacht. Mhm. Das ist eine tolle Farbe für das Boot. Du darfst es anmalen, aber nur in Weiß. In Weiß? Mhm. So viel Grellness, so viel knallige Farben hätte ich jetzt nicht erwartet von dir. Ja. Ich habe heute mal einen guten Tag. Ja, natürlich Weiß und so einen kleinen Klecks Farbspritzer. Nein. So einen kleinen Spritzer von was anderem. Nein, nein. Nein? Nein. Ah, wir haben noch über fast 2 Kilometer. Das Boot bleibt unbefleckt. Unbefleckt. Wir brauchen Blumen. Ja. Ich wollte es dir nur sagen. Oh, ich habe schon wieder ein Paket, sag mal. Irgendwann müssen wir doch mal alles haben hier. Tisch! Yeah! Der 10. Tisch in der Reihe. Ich habe nur einmal Samen bekommen. Ich muss eben einen Schluck trinken. Ah, wie gut, dass der gerade leer ist. Bist du noch da? Mhm. Schau dir zu. Du schaust du mir beobachtest zu. Mich, du beobachtest mich doch auch ständig. Das siehst du nur nicht viel, ne, wenn du mich beobachtest. Ich mache ja nichts. Hm. Das stimmt allerdings. Willst du mit deiner Melone hin? Ich will die essen. Warum? Weil ich Durst hab. Hab ich schon Durste und die Hunger. So. Das rein. Was war denn jetzt das? Hast du Hunger? Nein. Ich hab nur Oh gesagt. Ja? Ja, weil nämlich ich gerade
festgestellt habe, dass ich Honig brauche. Für? Na, für die... Ach, Biokraftstoff-Dingsbums. Ja. Ja. Tja, hätten wir mal Blumen gesammelt, ne? Mhm. Hätten wir mal den Hai schon mal ein bisschen gefarmt. Oh, den Hai, ja. Was ist mit dem? Warum? Na, für die Köpfe. Ach, pfeif auf die Köpfe, wir haben Kartoffeln. Da drüben ist die Dingsbumsstation. Ah ja, das kann sein. Willst du hin? Nein, da waren wir doch schon. Naja, dann ist es doch egal. Das ist der Turm, der Tower, der Dingsbums, der... Ja, ja, genau. Der Dingsbums. Hm. Das war ich nicht. Schon klar. Da, 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 da. Hurra, hurra, die Post ist da. Mach mal auf, vielleicht noch einen Tisch. Nee, die Weltkugel. Und ein Sofa. Ja, endlich. Oh Mann. So, auch wenn ich die Insel hasse, ne? Aber hier einfach nur hin und her zu rennen, um den Loot einzusammeln, ist jetzt auch nicht gerade sehr. Da ist es irgendwie interessanter, auf eine Insel rumzurennen, die man hasst, weil dann kann man darüber meckern und es ist unterhaltsam. Mhm. Und so bin ich hier auf dem Schiff. Du bist da. Was ja an sich schon nicht so schlimm ist. Es gibt Schlimmeres. Mhm. Noch 1250 Meter. Juhu. Ja, irgendwie würde ich mir jetzt gerne wünschen, vorzuspulen. Ja? Willst du eine Seilrutsche machen von der einen Spitze zur anderen? Wie, das so rüber? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine spitze Spitze. Ich habe keine spitze Spitze, ich habe eine stumpfe Spitze. Weil ich ja eine ungerade Zahl habe in der Breite, 5. Aber es sieht eigentlich beides gut aus bei dem, bei Raft. Egal, ob du so eine stumpfe Spitze hast oder so wie du es jetzt gemacht hast. Richtig? Richtig. Mhm. So, Blätter! Ist immer noch nicht so viel Blätter schon drin in der Kiste. Ich mache jetzt halt lauter Seile und hau die jetzt rein hier. Könnte eigentlich ein bisschen weiterbauen, ne? Wir haben ziemlich gut Holz. Was sagst du so? Wir brauchen das ganze Holz für die Motoren. Ja, es kommt doch wieder rein. Ja, ich fülle auch fleißig nach. Also Blätter sind voll, ne? Bretter? Ja, dann mach doch. Ne, die Blätter sind voll. Ja, die Blätter sind voll, ja. Ne, die Bretter sind auch voll. Fast. Die Bretter. So, ich lass dir 8 Stück drin. Was? Von den Brettern. Die kannst du alle nehmen. Ich laufe hier einmal hinten übers Netz drüber und hab wieder 8 Stück. Oder mehr. Ich hab alles bis auf 8 Stück habe ich rausgetan. Ich habe jetzt schon wieder fast 50. Hm. Ist ja klar, mit jedem Fass auch, was da kommt, na, hast du ja auch wieder Bretter drin.
Ich mach immer jetzt mal. Immer dieses Verba. Schon wieder. Ich mach jetzt mal alle Bretter, die ich einstecken habe, raus in die Kiste. Ich habe jetzt noch 152. Was? Hast du schon? Also in der Kiste sind jetzt ja 60 knapp drin. So. Also nicht wundern, warum wir das jetzt leider ja dann alles mit den Billo-Brettern bauen, ne? Weil also ich würde das halt dann erst zum Schluss dann upgraden. Genau. Das haben wir, glaube ich, mal gesagt, dass wir das so machen, weil es ein Quatsch ist. Vor allem, verbaust du dich irgendwo oder muss generell was wegreißen, dann wäre es zu schade. Ich habe es bei meinem Schiff gemerkt. Ich habe viel zu schnell dann die sauberen Sachen genommen und hätte es gar nicht gebraucht. Und das ist Materialverschwendung. So. Jetzt fängt schon wieder das Ruckeln an. Ich glaube, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Na gut, wir nehmen jetzt auch schon wieder über eine Stunde auf, aber normalerweise war das nie das Problem. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht hat es ja mittlerweile schon jemand geschrieben, woran das liegen könnte. Vielleicht. Ja. Werde ich aber erst in einiger Zeit erfahren, ne? Naja, wenn du dann sagst, dass dir das zu heikel ist, nicht, dass das Ganze abraucht. Du hast ja hier schon die komplette Seite hochgeschrägt. Beide Seiten schon hochgeschrägt, stelle ich gerade fest. Ja. Wahnsinn. Ja, das sowas geht schnell, wenn man die Materialien hat, aber jetzt habe ich keine mehr. Das ist gut. Sonst wärst du zu schnell. Niemals. Nie. Ja, ich muss mal einen Schnitt machen jetzt. Das geht sonst nicht anders. Mhm. Eine Ewigkeit später. Ich muss mich gerade erst mal orientieren jetzt hier. Ja, ich auch. Wie lange waren wir jetzt immer drauf? Auf 4 Wochen? Ja, ja. Wir waren jetzt 4 Wochen. 4 Wochen hat jetzt dieser Schnitt gedauert. Das ist Hammer. Diese kurze Pause hat jetzt vier Wochen gedauert, ja. Ganz genau. Aber da sieht man auch mal wieder, dass das tatsächlich wirklich so ist mit dem Zeitfaktor. Das ist. Ja. Ist so. Ja. So, zack. Bin zwar noch nicht ganz satt, aber das ist in Ordnung. Haben wir irgendwo Federn schon drin oder sowas? Rohmatz, ich habe ja... Ach ja, stimmt. Zwischendrin hatten wir ja mal nochmal versucht, irgendwie einen Livestream auf die Beine zu stellen, aber der ging ja auch zeitlich nicht ganz auf. Ja. Naja. Das jedenfalls alles unter einen Hut zu bringen, das ist halt immer nicht so ganz leicht. Stimmt. Jedenfalls wartet jetzt Caravan Town auf uns. Wirklich? Meinst du, das wartet? Das kann doch nicht weg. So. Ton, Rohmatz. Warte mal, wenn jetzt das Kupfer durch ist, dann kann ich da gleich nochmal 2 mit reintun. Eisen, glaube ich, haben wir schon einiges gemacht. Schnur. Blätter sind voll. PVC noch nicht, seltsamerweise. Ja. Okay. Ist halt jetzt mit 3 verschiedenen Rafts. Oh, warte mal. Schüsseln. Haben wir Schüsseln? Nee, gar keine Schüsseln.
So, eigentlich bin ich jetzt die ganze Zeit nur am Kochen gewesen. Ja, ich hab's gesehen. Ich war ja nicht weg. Ich war ja nur am Telefon. Ach so. Wollen wir dann mal los, dass ich jetzt, Jetzt auf einmal. Ja. Nach 4 Wochen endlich mal. Hat lange genug gedauert jetzt. Ja. Jetzt schmeißt die Motoren an und dann geht's los. Hast du einen Anker schon hoch? Nein, doch. Doch. Du bist der Steuermann. Du sagst einfach, wann ich den Anker schmeißen soll. Fährst du dann direkt an den Kai? Ist das nicht der Pier? Oder Pier? Ist das nicht der Kai? Keine Ahnung, also die Kai-Mauer ist ja Oha, was ist denn jetzt? Oha, ich würde jetzt gerne mal googeln, aber ich bin gerade am Steuer. Nee, der Pier ist doch, ich glaube, ein Steg in den ins Meer. Das müsste ein Pier sein. Und Kai, also Kai Mauer ist ja die Mauer vom. Ist da, wo der Kai wohnt. Ist das Oh, nicht ich muss zum die. Anker. Ja, und zwar jetzt kannst du ihn schmeißen. War ich zu früh? Irgendwie, das ruckelt wie die Sau hier gerade. Ich kann nicht richtig das Steuerrad einstellen. Okay. So. Hey, wir haben ja da sogar schon die Treibstoffdinger. Ich bin gerade so ein bisschen am. Wo waren wir jetzt? So. Nein. Es gibt nur eine Essenskiste und das ist die hier. Und irgendwie reagiert das Game auch voll spät. Echt? So. Supple 2 Stück sind gemacht. Oh Mann, irgendwie. Ich komme hier so unter Dingsbums hier vor. Na, wie soll ich sagen? So Unterentwickelt. unterausgestattet. Unterausgestattet, ja. Ja. Ja gut, letztens war ich auf Minecraft, da ist ja auch nicht mehr viel passiert, weil so richtig viel am Computer, so war ich ja tatsächlich echt nicht. Du hast mir geschrieben und das habe ich eine Woche später erst gesehen. Es Ja. war schon, also eigentlich nicht, wirklich nicht meine Art eigentlich auch. Aber hättest du mich erreichen wollen, hättest du mich auch einfach einmal anrufen können, ne? Oder. Ja, natürlich. Aber ich dachte mir, naja, ich weiß ja nicht, was du magst, von daher schicke ich dir eine Nachricht und dann liest du die bestimmt irgendwann. Also, Genau, irgendwann. ich wusste ja nicht, ob du jetzt irgendwie Urlaub auch hast oder sowas und. Nee, gar nicht. Was haben wir denn noch? Ich hau noch die Steaks auf den Grill. Nee, wie gesagt, es war in der vergangenen Zeit einfach auch ein bisschen turbulent. Aber gut, ist ja. Jo. Jetzt sind wir ja da, jetzt machen wir ja ein bisschen weiter. Genau. Und hoffen das Beste. Hatten wir irgend da? Da sind die fertigen Dinger. Das ist auch gut. Ich meine, tatsächlich alles das, was wir jetzt erreichen mit unserem Schiffchen, jetzt Caravan Town und das, was alles noch so danach kommt, das sind ja eigentlich alles Wiederholungen von deinem Solo dann. Naja, ich bin ja durch, also von daher. Sag ich doch, dann ist das jetzt alles Wiederholung. Ja. Ah, es regnet wieder, das ist gut. Habe ich noch. Ah, ich habe zumindest noch Rüben. Rüblis habe ich noch. Du bist schon auf dem Weg nach oben. Soll ich mal mit
an die Tröten? Den Wasserdingen? Ja. So. Man sucht trotzdem immer wieder den Weg. Soll ich pumpen oder soll ich... Ja, pumpen wir weiter. Okay. Hat sich gerade die Pumpe nicht bewegt. Also hast du wenigstens einen Wasserlauf dann. Ja. Ja, alleine wenn du das magst, dann... ist immer blöd. Du musst nur gut genug pumpen, aber es läuft gerade rein, es kommt schon hoch. Ah, dir kommt's hoch. Hab's, kannst aufhören, ja. Kannst aufhören, okay. Wir sind fertig. Ja, ja, ich hab aufgehört, es fließt dann noch weiter. Verschwend nicht so viel Wasser. So, du magst es schon. Achso, ich darf jetzt Caravan Town alleine machen. Nee, Quatsch. Also ich bin ja noch komplett leer, auch von, also essensmäßig bin ich schon wieder runter. Wenn du wieder das nächste Mal dann kommst, kannst du ein Netz mitbringen. Das habe ich jetzt nämlich nicht bedacht. Ein Bienennetz, Villa. Ja. Warte mal, die da weg, die da hin, die da drauf. So, zack. Da, ey, wir haben ja echt kein Gemüse hier, ne? Das ist... Ja, das ist nicht so ein Luxusliner, wie du da hast. Nee. Sowas kann nicht jeder. So. Dann ist Kupfer... Das lasse ich dann jetzt mal. Das war die hier. Zack. Ich brauche tatsächlich demnächst mal ein Schlückchen Wasser. Jetzt echt, oder? Mhm. Auch siehst du, weil du sagst, was. Hast du zwei Flaschen eigentlich? Nee, eine. Brauchst du eine zweite? Ja, im Moment jetzt nicht. Hä? Im Moment nicht, nee. Ich nehme mal selber zwei Schluck Wasser schnell raus, weil sonst. Kommst du gerade wieder aufs Schiff? Nö. Ich nimm's wie ein Mann. Hä? Ich nimm's wie ein Mann.